Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Markov-Prozesse im Allgemeinen und Markov-Ketten im Besonderen sind eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen. Und in dieser ersten Vorlesung soll es um die Grundlagen gehen, nämlich um die Frage, was ist ein stochastischer Prozess, wie charakterisiere ich dessen Verteilung und wie kann ich ihn konstruieren. Und das Schöne an dieser Vorlesung, wenngleich sie verglichen mit dem, was danach kommt, relativ abstrakt ist, knüpft an das, was Sie aus einer Grundvorlesung über Wahrscheinlichkeitstheorie oder Maßtheorie kennengelernt haben. Schauen wir uns das Ganze im Detail einmal genau an. Was ist unser Setting? Also unser Setting ist wie üblich ein Wahrscheinlichkeitsraum, Omega FP. Der sei fix, das ist ein abstrakter Raum, der liegt im Hintergrund. Und zusätzlich möchte ich mir geben einen messbaren Raum, das heißt, ich habe einen Raum E zusammen mit einer Sigma-Algebra, die ich mit kalligraphisch E bezeichnen möchte. Und dann gebe ich mir noch vor eine Indexmenge, die ich hier mal mit I bezeichnen möchte. Die soll die einzige Bedingung haben, nicht leer zu sein. Und hier sind ein paar Beispiele von diesen Räumen E, die für uns vielleicht eine Rolle spielen könnten. Und die aber auch interessant sind im Kontext von Markov-Prozessen und Markov-Ketten. Also der erste Fall, dass diese Menge E endlich ist oder abzählbar unendlich. Das wird der Fall sein, auf den wir uns hauptsächlich konzentrieren werden. Es ist aber auch möglich, dass dieser Raum E kontinuierlich ist, sprich ein euklidischer Raum, der Raum der reellen Zahlen oder R hoch D. Es ist aber auch möglich, dass E Werte an, also der Raum der Funktionen ist, also es ist ein unendlich dimensionaler Raum. Auch das können und wollen wir zulassen. Auf der anderen Seite, unsere Indexmenge i kann auch zwei verschiedene Arten von Werte annehmen. Einmal kann i diskret sein, also kanonisch wären das sozusagen die natürlichen Zahlen inklusive der 0. Oder aber auch i könnte kontinuierlich sein. Also in dem Fall wäre die kanonische Wahl und für dieses halboffene Intervall nun unendlich. Es kann aber auch r hoch d sein. Was ist jetzt die Interpretation? Diese Indexmenge i möchten wir im Folgenden interpretieren als eine Art von Zeit. Diese Zeit könnte diskret sein, im Fall von m0, oder kontinuierlich, wenn wir dieses halboffene Intervall nun unendlich haben. Und Sie sehen, Zeit ist so ein komischer Begriff, nämlich in dem Fall, wo unsere Indexmenge r hoch d-wertig wäre. Oder, naja, wenn wir r-wertige oder z-wertige Indexmengen i betrachten würden, dann hätten wir auch eine negative Zeit. Auf der anderen Seite spielt dieser Raum E die Rolle des Zustandsraumes, also in der Menge, in dem der stochastische Prozess, den wir gleich definieren werden, seine Werte annimmt. Und das kann man so interpretieren wie eine Art Ort. Und Sie sehen auch hier, der Begriff Ort ist nicht zu wörtlich zu nehmen, weil in dem Falle, wo der Raum E der Raum der Funktionen ist, ist das ein naja, spezieller Ort. Schauen wir uns das jetzt aber an, wie wir den stochastischen Prozess definieren werden. Also ein stochastischer Prozess auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP mit Werten in diesem Zustandsraum E zusammen mit dieser Sigma-Algebra, kalligraphisch eben, ist nichts weiter als eine Familie von zu E-wertigen Zufallsvariablen. Und diese Familie ist indiziert durch diese Indexmenge i. Also im Falle, wo i halt, sagen wir mal, die natürlichen Zahlen ist, ist das nichts weiter als eine Folge von Zufallsvariablen. Während im Fall, wenn i kontinuierlich ist, ist diese Folge überabzählbar. Und jetzt hier noch eine sprachliche Klärung. Halten wir einmal ein Omega in unserem Raum Omega fest und betrachten die Abbildung, die jedem Element aus unserer Indexmenge den Wert xt Omega zuordnet. Omega ist hier fest, also das ist einfach nur ein Element aus unserem Raum E. Und dann nennen wir diese Abbildung eine Trajektorie bzw. einen Pfad oder eine Realisierung von unserem stochastischen Prozess. Und jetzt gibt es noch zwei Begriffe, die ich einführen möchte, oder einen Begriff, den ich einführen möchte, nämlich den der Startverteilung. Und zwar, das hier bezieht sich das auf den Fall, dass unsere Indexmenge N0, also in den natürlichen Zahlen inklusive der 0, oder dieses halboffene Intervall nun unendlich ist. Dann nennen wir nämlich die Verteilung
von x0 die Startverteilung des stochastischen Prozesses. Und im Falle, dass unser zugrunde liegender Raum E, also der Zustandsraum, diskret ist, spricht man anstatt von Verteilung auch von Wahrscheinlichkeitsvektoren, weil Sie diese diskreten Maße ja auch als eine Art Vektor auffassen können, der die Eigenschaft hat, die Elemente sind nicht negativ und sie addieren sich zu 1 auf. Ich möchte Sie kurz daran erinnern an ein paar grundlegende Begriffe aus der Maßtheorie. Nämlich eine Abbildung x von einem messbaren Raum Omega f in einen weiteren messbaren Raum e, mit diesem kalligraphischen e, heißt messbar, wenn das Folgende gilt. Ich nehme mir her eine messbare Menge b aus unserer Sigma-Algebra kalligraphisch e und dann gucke ich mir an das Urbild dieser messbaren Menge unter der Abbildung x. Das ist also nichts weiter als die Menge aller Omega in unserem Raum Omega, sodass x von Omega in dieser Menge b ist. Und wenn das wieder eine messbare Menge in der Sigma-Algebra f ist, dann nennen wir die Abbildung x messbar. Und Sie sehen, warum wir diesen Begriff der Messbarkeit einführen wollen, weil wir möchten reden über die Verteilung dieser Abbildung x, was in dem Fall nichts weiter als eine Zufallsvariable ist. Und die Verteilung ist nichts weiter als das Bildmaß unter der Abbildung x von unserem Wahrscheinlichkeitsmaß p, den wir auf unserem abstrakten Wahrscheinlichkeitsraum Omega fp gegeben haben. Das ist also nichts weiter, also wenn ich mir eine messbare Menge b aus e hernehme, dann ist die Verteilung von dieser Menge b, also das Wahrscheinlichkeitsmaß, unter dieser Abbildung x, also ich gucke mir dieses Bildmaß an, von dieser messbaren Menge b. Und das ist nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit von der Menge aller Omega in Omega, sodass x von Omega in der Menge b liegt. Und Sie sehen, aufgrund der Forderung, dass x messbar ist, ist das eine messbare Menge in der Sigma-Algebra f. Und unser Wahrscheinlichkeitsmaß p, was wir gegeben haben, war ja gerade auf dieser Sigma-Algebra definiert. Und Sie sehen, was wir jetzt vorhaben. Wir haben, wenn wir auf den stochastischen Prozess gucken, hier eine Familie von Zufallsvariablen. Also für jedes feste t wissen wir, dass xt von Omega fp nach e kalligraphisch e messbar ist. Also können wir auch von deren Verteilung reden. Hier stellt sich jetzt aber die Frage, ich möchte gern reden von der Verteilung der ganzen Familie. Und Sie sehen ja, das kann man ja interpretieren hier, als eine Art funktionswertige Abbildung. Also ich möchte sozusagen den stochastischen Prozess als eine Zufallsvariable im Raum der Abbildung von I nach E interpretieren. Und jetzt geht es darum, folgende Fragen zu stellen. Wenn wir uns sozusagen dieses Programm hier angucken, wir brauchen auf diesem Produktraum, den wir da betrachten, eine geeignete Sigma-Algebra und die müssen wir charakterisieren. Und das, wenn wir das geschafft haben, dann können wir natürlich die Verteilung des Prozesses wieder als Bildmaß definieren. Und darum soll es jetzt gehen. Also die erste Frage ist sozusagen, was ist denn eine geeignete Sigma-Algebra auf unserem Produktraum E hoch I, was ja nichts weiter ist als die Menge aller Abbildungen von I nach E. Und sozusagen, bevor wir uns dieser Frage der Sigma-Algebra, was ja nichts weiter als die Produkt-Sigma-Algebra sein wird, stellen, lege ich Ihnen die folgende kleine Übungsaufgabe ans Herz. Und zwar nehmen Sie sich eine Menge E her, die nicht leer ist, betrachten Sie eine Familie von Teilmengen der Potenzmenge über E. Und dann ist Ihre Aufgabe zu zeigen, dass es eine kleinste Sigma-Algebra gibt, die ich mit E bezeichnen möchte, die die Eigenschaft hat, diese Familie von Teilmengen zu enthalten. Warum wir diesen Begriff der kleinsten Sigma-Algebra brauchen, sehen wir gerade in der Definition von der Produkt-Sigma-Algebra. Nämlich die Produkt-Sigma-Algebra ist definiert als die kleinste Sigma-Algebra über unseren Produktraum E hoch I mit der folgenden Eigenschaft, sie soll nämlich alle endlich dimensionalen Rechtecksmengen enthalten. Und diese Menge aller endlich dimensionalen Rechtecksmengen möchte ich mit diesem Z bezeichnen.
wie Zylindermengen. Und eine Zylindermenge ist nichts anderes als das Folgende. Fixieren Sie sich eine natürliche Zahl n in n, dann betrachten Sie einfach n Elemente aus Ihrer Indexmenge, bezeichnet hier mit T1 bis Tn. Und ich nehme mir her n messbare Mengen aus der Sigma-Algebra E. Und dann betrachte ich die folgende Menge, nämlich ich nehme mir ein Element x aus dem Produktraum und fordere, dass dieses Element x projiziert auf die Komponente T1 in B1 liegt, bis x projiziert auf die, also x von Tn soll in Bn liegen. Also was Sie hier sehen, ist sozusagen der Durchschnitt von den Projektionen auf die Koordinaten T1 bis Tn. Und Sie sehen im speziellen Fall, dass die Indexmenge i endlich ist, erzeuge ich gerade meine Sigma-Algebra, also meine Produkt-Sigma-Algebra E-Tensor i, dadurch, dass ich den Durchschnitt von eindimensionalen Projektionen betrachte. Was möchte ich Ihnen noch ans Herz legen? Vergewissern Sie sich doch einfach mal, dass die so definierte Menge z aller endlich dimensionalen Rechtecke durchschnittsstabil ist. Und warum ist diese Aufgabe nützlich? Wir werden es später nochmal benutzen, wenn es darum geht, Maße zu charakterisieren. Kommen wir jetzt sozusagen zu dem eigentlichen ersten Lemma. Unser Programm war, wir wollten den stochastischen Prozess als eine Zufallsvariable im Produktraum, also in dem Raum der Abbildung von I nach E, interpretieren. Und das ist genau die Aussage dieses ersten Lemmas. Nämlich, ich nehme mir einen stochastischen Prozess xt, t in dieser Indexmenge I her, der auf unserem Werte annimmt in unserem Zustandsraum E. Und jetzt definiere ich mir die folgende Abbildung x, die soll gehen von Omega f, in diesem Produktraum E hoch I zusammen mit der entsprechenden Produkt-Sigma-Algebra E Tensor I durch die folgende Vorschrift: x von Omega sei nichts weiter als der Pfad des entsprechenden stochastischen Prozesses. Also dieser Familie XT von Omega, wobei dieses Omega ja durch dieses Omega fest vorgegeben ist. Und dann ist die Aussage, diese Abbildung X ist messbar. Also messbar bezüglich der Sigma-Algebra F und der Produkt-Sigma-Algebra. Ich möchte Ihnen diesen Beweis als kleine Übungsaufgabe überlassen. Warum? Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, Sie können kurz wiederholen, wie man eigentlich Messbarkeit nachprüft. Stichwort sei hier Erzeuger. Und das Zweite ist, was Sie in dieser kleinen Übungsaufgabe lernen können, ist nämlich mit dieser Menge der Zylindermengen umzugehen und sich damit einfach ein bisschen vertraut zu machen. Sozusagen in unserem Programm haben wir jetzt den ersten Schritt geschafft. Wir haben unsere Produkt-Sigma-Algebra eingeführt und wir haben eine messbare Abbildung eingeführt, die uns erlaubt, diesen stochastischen Prozess auch zu interpretieren als eine Zufallsvariable mit Werten im Raum der Abbildung von I nach E. Und jetzt können wir sozusagen die Verteilung des stochastischen Prozesses in kanonischer Weise definieren, nämlich die Verteilung des stochastischen Prozesses X auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP ist nichts weiter als das Bildmaß von P unter dieser Abbildung X. Also in Worten oder in Formeln, Px von einer messbaren Menge B aus der Produkt-Sigma-Algebra ist definiert einfach als das Urbild, also als das Bildmaß, Entschuldigung, von dieser messbaren Menge. Und das ist nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit, dass das Urbild dieser Menge, also die Menge aller Omega in Omega, sodass x von Omega in dieser messbaren Menge B liegt. Soweit, so gut. Was haben wir damit erreicht? Wir haben erreicht, dass wir von der Verteilung eines stochastischen Prozesses sprechen können. Was ist sozusagen ein bisschen der Nachteil an dieser Beschreibung zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Es ist relativ schwierig, die Verteilung eines stochastischen Prozesses
sofort zu charakterisieren. Warum? Naja, weil wir es an überabzählbaren vielen Zeitpunkten, also an allen Punkten aus dieser Indexmenge beschreiben müssten. Und es wäre doch viel schöner, wenn es genügen würde, einfach nur endlich viele Zeitpunkte für die Beschreibung der Verteilung zur Rate zu ziehen. Und das ist jetzt die Frage, die mich im Folgenden umtreiben soll. Welcher Zusammenhang besteht eigentlich zwischen der Verteilung des stochastischen Prozesses auf der einen Seite und der Verteilung des Prozesses an endlich vielen Zeitpunkten? Und um denen nachzugehen, möchte ich die folgenden beiden Projektionsabbildungen einführen. Und zwar, ich gehe wie folgt vor. Ich nehme mir zwei nicht leere Mengen, nicht leere unendliche Teilmengen, und die möchte ich mit J und K bezeichnen, unserer Indexmenge her. Und ich möchte zudem fordern, dass die Teilmenge K enthalten ist in dieser Teilmenge J. Und jetzt definiere ich mir die endlich dimensionalen Projektionen in kanonischer Weise, nämlich mit Pj bezeichne ich die Projektion von unserem Produktraum E hoch I, der ja potenziell unendlich dimensional sein kann, in den endlich dimensionalen Produktraum E hoch J, dadurch, dass ich einfach sage, na gut, ich nehme mir diese, Familie xt mit tni her und bilde sie ab auf die Familie xt mit t in dieser endlichen Menge j. Und analog kann ich natürlich auch definieren die Projektion von dem pjk von diesem endlich dimensionalen Raum e hoch j in den kleineren endlich dimensionalen Raum e hoch k. Und ich, das ist analog definiert, nämlich ich nehme mir her diesen j-dimensionalen Vektor xt und bilde ihn ab auf diesen k-dimensionalen oder Kardinalität k-dimensionalen Vektor xt. Und jetzt stellt sich die folgende Frage, ist diese erste Abbildung pj und genauso auch diese, also diese Projektion von einem unendlich dimensionalen Raum auf den endlich dimensionalen Raum e hoch j, eigentlich messbar. Das gleiche gilt auch für diese Projektion. Und dem möchte ich jetzt nachgehen. Jetzt erinnern wir uns, wie weisen wir denn Messbarkeit nach? Naja, es genügt dafür zu zeigen, also was wir zeigen müssten, ist, dass jedes Element aus der Produkt-Sigma-Algebra E-Tensor J enthalten ist in der Produkt-Sigma-Algebra E-Tensor I. Und anstelle von jeder Menge, also jeder messbaren Menge aus dieser Sigma-Algebra-E-Tensor-J, genügt es natürlich, Mengen aus dem erzeugenden System zu nehmen. Und die Menge, das erzeugenden System, das J war ja endlich, also eine endliche Teilmenge, genügt es sozusagen, diese eindimensionalen Projektionen zu betrachten. Also wir gucken uns an, T sei ein festes Element aus dieser endlichen Menge J. Und ich projiziere sozusagen auf die t-te Komponente. Und jetzt gucke ich mir an, ich nehme mir also eine messbare Menge a her und gucke mir an das Urbild dieser Abbildung. Und das ist gerade mein erzeugenden System. Warum? Erinnern Sie sich an die Definition dieser endlich dimensionalen Zylinder- oder Rechtecksmengen? Das war ja gerade der Durchschnitt von genau so einer eindimensionalen Projektion. Also wir nehmen uns sozusagen genau diese Menge her und jetzt müssen wir nachweisen, dass dass das Urbild unter dieser Abbildung Pj in der Produkt-Sigma-Algebra E-Tensor I liegt. Und wie funktioniert das jetzt? Naja, nehmen wir uns genau diese Menge her. Also wir fixieren ein A in der Sigma-Algebra E, wir gucken uns dieses Urbild an. Und ich betrachte jetzt hier das Urbild unter dieser Abbildung, die uns eigentlich interessiert. Gut, jetzt sehe ich, aha, dieses Urbild von diesen beiden Abbildungen kann ich natürlich auch schreiben als das Urbild der Komposition, der Projektion auf den J,
auf den Raum E hoch J und dann unter der Projektion, also mit der Verknüpfung mit der Projektion von dem J-dimensionalen oder kardinal J-dimensionalen Teilraum auf diesen eindimensionalen Teilraum. Und Sie sehen, diese Komposition macht wunderbar Sinn. Nämlich, ich nehme mir ein Element her aus diesem Raum E hoch I, projiziere ihn in den E hoch J und diese Abbildung projiziert mir dann von dem Raum E hoch J in den Raum E hoch T. T ist ein Element aus J fest. Und Sie sehen, diese Projektion kann ich natürlich auch schreiben als einfach die Projektion Pi auf diese eindimensionale Komponente. Und wir haben ja gerade gesehen, das ist nichts weiter, was hier steht, ein Element aus der Menge der endlich dimensionalen Zylindermengen. Also dieser endlich dimensionalen rechten Ecke. Also wir wissen, diese Menge hier ist enthalten in der Produkt Sigma-Algebra E-Tensor-I. Und damit haben wir gerade das Gewünschte erreicht. Wir haben nachgewiesen, dass diese Abbildung PJ bezüglich der Sigma-Algebren E-Tensor I und E-Tensor J messbar ist. Und ich überlasse Ihnen als kleine Übungsaufgabe, um sozusagen dieses Argument verdauen zu können, nachzuweisen, dass auch die Projektion PJK messbar ist bezüglich der Sigma-Algebra E-Tensor J und E-Tensor K. Gut, was haben wir jetzt damit erreicht? Wir sind jetzt in der Lage, auch die endlich dimensionalen Verteilungen eines stochastischen Prozesses definieren zu können. Und das ist nämlich nichts weiter als das Folgende. Ich nehme mir her einen stochastischen Prozess X und Sie sehen, ich habe jetzt hier auch gleich eingeführt diese Abbildung Groß X, die wir uns in dem Lemma 1.1 definiert haben. Und wir können das sozusagen als eine äquivalente Beschreibung ansehen, wenngleich wir die Äquivalenz nicht gezeigt haben, aber die gilt. Also wir haben sozusagen hier auf der einen Seite unseren stochastischen Prozess mit Verteilung x auf unserem Produktraum E hoch i und E-Tensor i. Ich nehme mir hier eine Teilmenge j, die nicht leer und endlich ist. Und dann definiere ich mir die Zufallsvariable xj, was nichts weiter ist als diese Familie von Zufallsvariablen xt mit t aus j. Und Sie sehen, diese Abbildung ist in der Tat messbar, weil sie sich als Komposition messbare Abbildung schreiben lässt, nämlich der Komposition aus der Projektion auf diese auf diesen j-dimensionalen Teilraum von unserem stochastischen Prozess x, was ja selber eine messbare Abbildung ist, nach Lemma 1.1. Und jetzt definiere ich mir die endlich dimensionale Verteilung einfach als das entsprechende Bildmaß Pi unter dieser Abbildung xj. Gut, und zur Notation nochmal, um das klar zu machen, dieses Pi von xj für eine messbare Menge B aus dieser Sigma-Algebra E-Tensor J ist nichts weiter als das Bildmaß dieses Vektors xt mit t und j von dieser Menge B, was nichts weiter ist als die Wahrscheinlichkeit von dieser Tatsache, dass dieser Prozess xt mit t in j enthalten ist in der Menge B. Also ist sozusagen das hier nochmal eine andere Schreibweise für dieses Bildmaß. Was trivial ist. Und die erste Aussage, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die folgende. Ich nehme mir hier einen stochastischen Prozess x, der definiert ist auf unser Wahrscheinlichkeitsraum Omega Fp und Werte annimmt in unserem Zustandsraum E zusammen mit der Sigma-Algebra kalligraphisch E. Sozusagen die xt nehmen hier drin Werte an, der Prozess x selber nimmt Werte an in dem entsprechenden Produktraum. Und die erste Aussage ist jetzt das folgende. Ich nehme mir hier eine nicht leere endliche Teilmenge j von i. Und dann gilt die folgende Beziehung.
dass die endlich dimensionale Verteilung Pxj gegeben ist, gerade durch das Bildmaß der Verteilung Xj unter dieser Projektionsabbildung Pj. Das heißt, Sie sehen sofort den Zusammenhang zwischen der endlich dimensionalen Verteilung und der Verteilung des Prozesses. Und um die Bemerkung 2 vorwegzugreifen, was das aussagt, ist, dass diese Verteilung, also diese unendlich dimensionale Verteilung Px, in eindeutiger Weise meine endlich dimensionalen Verteilung Pxj festlegt. Das steckt hinter dieser Gleichheit. Und die zweite Aussage ist das folgende. Ich nehme mir her zwei nicht leere endliche Teilmengen, nennen wir sie J1, J2 von unserer Indexmenge i. Und die sind jetzt so gewählt, dass diese Teilmenge J1 enthalten ist in der Teilmenge J2. Und dann gilt die folgende Eigenschaft, dass wenn ich mir angucke die endlich dimensionale Verteilung Pxj1, J1 war ja enthalten in J2, die kann ich auch schreiben als das Bildmaß von der endlich dimensionalen Verteilung Pxj2 unter dieser Projektionsabbildung von J2 auf diesen kleineren Raum J1. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Na gut, was wir erstmal feststellen können, ist, dass wir diese Zufallsvariable Pj, die wir ja definiert haben als die Folge oder diese Familie xt mit t in j, auch schreiben können als die Projektion von unserem stochastischen Prozess x, also von dieser Zufallsvariable, die wir in Lemma 1.1 definiert haben, unter dieser Abbildung Pj. Also diese Verknüpfung. Und jetzt gucken wir uns an, was das für Konsequenzen hat. Na, ich möchte mir angucken, diese endlich dimensionale Verteilung Pxj, die kann ich natürlich schreiben als das Bildmaß unter dieser Abbildung xj. Jetzt haben wir gesehen, diese Abbildung xj können wir auch schreiben als die Komposition der Projektion und der Abbildung x. Das habe ich hier getan. Also ich habe sozusagen das Bildmaß von dieser Komposition. Und jetzt nehme ich einfach nur die entsprechenden Rechenregeln. Das kann ich auch umschreiben als das Bildmaß unter der Abbildung x, und das nehme ich als Maß und das betrachte ich dann als Bildmaß unter dieser Projektionsabbildung. Und Sie sehen, das, was hier steht, ist ja nichts weiter als die Verteilung unseres stochastischen Prozesses. Und damit haben wir genau diese erste Aussage gezeigt. Und die zweite Aussage funktioniert analog. Ich betrachte einfach oder beobachte einfach, dass dieser Prozess xj1, also diese Zufallsvariable, die aus den Elementen xt mit t in j1 besteht, sich auch schreiben lässt als die Projektion von xj2 auf diesen Raum j1. Also sozusagen als die Verknüpfung von diesem Projektionsoperator Pj2j1 von dieser Abbildung xj2. Und dann kann ich fortfahren wie im ersten Teil und habe damit genau diese Aussage. Was haben wir sozusagen bis dato erreicht? Wir haben gesehen, dass wir die endlich dimensionalen Verteilungen in eindeutiger Weise durch die Verteilung des Prozesses x festlegen können. Und jetzt wäre sozusagen schön auch, wenn es in der umgekehrten Richtung gehen würde, weil unser Ziel ist ja, wir wollen irgendwie die Verteilung des stochastischen Prozesses beschreiben und es viel leichter, diese endlich dimensionalen Verteilungen beschreiben. Und es wäre ja schön, wenn diese endlich dimensionalen Verteilungen in irgendeiner Weise die Verteilung des Prozesses festlegen würden. Darum soll es in dem Nachfolgenden gehen.